war beim Friseur. Habt ihr das gesehen? Genau, die Platte auf da Kopf oben, die ist sofort aufgefallen. Genau, an den Seiten wieder glatt. Eigentlich bin ich bei meiner alten Frisur, der Vor-Corona-Frisur. Bei der alten Frisur oder bei der alten Friseurin? Die ist pleite, das wäre mich bei der neuen. Okay. Genau, dann fangen wir mal an. Ja. Gut, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Es ist mal schon wieder soweit. Diesmal geht es ums Thema Raum. Räume sind knapp, Räume sind rar. Gerade in Corona-Zeiten beschäftigt uns das Thema Raum sehr viel. Es ist ein bisschen philosophisch. Petra, du hattest vorhin auch schon, als wir angefangen hatten zu reden, ja, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, über das Raumschiff geredet. Nein, also wenn man sich so Gedanken macht, hängt natürlich vieles an der Zeit und am Raum, übertragen auf viele Lebensbereiche. In letzter Zeit hat mich sehr stark das Thema Kindergarten und Kindergarten, also Räume für Kindergärten beschäftigt. Es fehlen nach wie vor viele Plätze und oft hängt es natürlich zuerst mal an der Raumsituation. Also wir brauchen Gebäude, manche müssen geschlossen werden. Und in der Beziehung sind wir noch auf ein ganz anderes Problem gestoßen, Friedemann. Das ist dieses Antragsportal. Also wir haben jetzt Eltern erzählt, dass sie zum Beispiel an 10 verschiedenen Kitas über das Portal Anträge stellen, dass sie da aufgenommen werden. Und dann bekommen sie irgendwann eine Zusage und ich vermute mal, dass die anderen Anträge weiterlaufen. Und so kommt es natürlich zur Warteliste von zum Teil 200, 300 Kindern, die vor ihnen dran sind, wenn man da drauf schaut. Und das, finde ich, müsste man technisch einfach ein bisschen besser lösen. Genau, und dahinter stecken viele Eltern, die einfach Raum brauchen für sich und für ihre Kinder. Und die sich fragen, wie kann das überhaupt gehen, Beruf, beide berufstätig und Kind noch. Und wie kann man das alles zusammen unter im Leben. Also das ist ein riesiger Stress und vor allen Dingen ist es ja wichtig, dass die Kinder nicht irgendwo hingeschippert werden von Knielingen nach Durlach, weil es dort zufälligen Platz gibt. Ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja ökologischer Quatsch. Vor Ort bleiben kann. Ja. Wenn ich richtig informiert bin, hat die Stadt Karlsruhe 46% der unter Dreijährigen, zwischen 1 und 3-Jährigen, hat Raum geschaffen, also Plätze geschaffen. Das ist aber offensichtlich ist der Bedarf nicht gedeckt, beziehungsweise manche Stadtteile haben auch deutlich bessere Abdeckungen, andere deutlich schlechtere. Und offensichtlich sind die Eltern ja in Knielingen sehr unzufrieden, weil die Abdeckung fast verzweifelt, deutlich kann man sagen. Schlechter ist. Ja. Genau. Ja. Ja, man darf sich aber bei diesen Zahlen im Kita-Portal auch nicht erschrecken lassen, weil du ja schon gesagt hast, also ich habe ja auch Kinder, man meldet einfach bei ganz vielen Kitas Interesse an und dann ist die Zahl natürlich schon viel größer. Also ähnlich wie beim Impfportal irgendwie. Wie beim Impfportal. Und vergisst abzumelden, wenn man einen Platz hat. Ja. Genau, aber es wurde ja technisch schon besser, wir haben ja schon ein neues Portal, ich kenne auch noch das alte Portal, da bin ich nicht ganz durchgestiegen, wie das funktioniert hatte. Das neue, da weiß ich, was ich machen muss und es hat jetzt auch funktioniert. Aber es ist immer ein schwieriger Spagat. Gleichzeitig ist es ja nicht nur die Raumsituation, sondern auch die Erzieherinnen, die einem da fehlen. Das ist ja und die Erzieher. Und die Erzieher. Das ist ja auch eine Schwierigkeit. Ja, ja. Aber es fehlt ja nicht nur am Raum für unsere ganz kleinsten Mitbürger, sondern das nächste Problem haben wir mit den Künstlern. Für die fehlen auch Räume, weil viele von den Flächen, die genutzt haben, werden jetzt halt, da werden schicke Häuser gebaut, Eigentumswohnungen, auch sozialverträgliche Wohnungen. Aber jetzt haben die natürlich keine Räume für ihre Proben und für ihre Kunst. Und jetzt wurde ja die Idee an uns herangetragen, hier übergangsweise hier ein Gebäude in Bulach zu nutzen, dass wir das als Stadt anmieten. Und da könnten wir einen ganzen Schwung Künstler unterbringen, die da beheimatet werden. Trotzdem auf Dauer wird es noch nicht ausreichen. Also da werden wir noch an anderen Dingen arbeiten müssen, wie jetzt zum Beispiel das Rotak-Gelände in Grünwinkel. Bis es allerdings entwickelt 7 Jahre sind im Gespräch. 7. Wahnsinn, oder? Also mittelfristig, war für mich auch ein dehnbarer Begriff. Ich dachte so an 2-3 Jahre, aber 7 Jahre ist schon ein Wort. Also das wird schon ein Problem. Und ich hatte ja damals auch im OB-Wahlkampf gesagt, wir haben ja viele Unternehmen in Karlsruhe, die Räume haben, ob das Kantinen sind oder Aulen, die ja abends und am Wochenende gar nicht genutzt werden. Da muss man mal gucken, ob man nicht da irgendwie zusammenkommt. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig mit der Sicherheit, also dass dann keiner irgendwie im Gebäude umhermarschiert oder was ist mit der Haftung, wenn was passiert oder so. Die Kultur muss auch passen. Ja, und so eine genau. Heavy-Rock-Kultur.
Band da in ja. der Schickimicki. Gibt es hier auch Schickimicki-Eingangs? Ja, natürlich. Ja, aber es ist aber interessant, wäre auf jeden Fall da Gespräche zusammen zu führen und zu sagen, wer könnte sich denn vorstellen oder wer hat Räumlichkeit in der Lagerhalle und wer wäre bereit, da die Kunst und die Kultur in Karlsruhe zu unterstützen und denen wirklich auch einen Raum zu geben. Genau, das wäre von unserer Seite hier ein Aufruf an alle, die irgendwelche Räume haben, die zur Verfügung zu stellen. Besonders die Künstler sind uns im Herzen, weil sie haben am meisten gelitten, neben Gastronomen vielleicht, Einzelhandel, unter dieser ganzen Pandemie-Situation. Deswegen, irgendwo müssen wir helfen. Genau. Und wenn man an Künstler denkt, denkt man ja nicht nur an hier Gemälde malen, sondern auch einfach an Musiker-Hobby. Eigentlich ist ja jeder ein bisschen Künstler, je nach Hobby. Und wenn du da mit deiner Band dich treffen willst, dann braucht es einfach Raum. Und dass sich das entfalten kann, muss ja schon ein bisschen auch Aufgabe der Stadt sein. Auch bei vielen freiwilligen Leistungen, wo wir sagen, das ist eigentlich nicht ganz Aufgabe der Stadt, aber hier haben wir was die Allgemeinheit betrifft, weil man nicht nur von ganz spezialisierten Künstlern spricht. Micha, vielleicht was Persönliches. Du redest davon, dass jeder irgendwie ein bisschen Künstler sei. Manche auch Lebenskünstler. Jetzt würde mich interessieren, wo bist du Künstler? Micha, ich habe ja mal Klavier gespielt und Gitarre. Seit den Kids mache ich das nicht mehr. Okay. Aber weil die Zeit fehlt, aber auch ein bisschen so der Antrieb, da sich wieder reinzuarbeiten. Okay. Ich zeichne gern PC-Sachen. So. Mein Hobby ist halt, das beschränkt sich mittlerweile auf mein elektronisches Gerät und fertig. Okay. Bevor du mich fragst, ich tapeziere. Das ist auch eine Kunst. Wie oft tapezierst du deine Wohnung neu im Jahr? Oh, gar nie. Da verraten, ich war bestimmt fast ein Jahrzehnt Schlagzeuger in einer Schwarzwaldband, The Shakers. Aber lange her. The Shakers? Ja. Das ist ja Kultstatus wahrscheinlich. Mindestens. Was habt ihr denn geshaked? Jetzt machen wir wieder ernsthaft hier. Ja, und dann... der öffentliche Raum beschäftigt uns ja auch nach wie vor. Das Thema Verkehr, Fahrradstadt haben wir mit einer super guten 3,07 abgeschnitten. Also ich sage immer zu meiner Auszubildenden, 3 ist noch eine gute Note. Befriedigend. Es ist befriedigend und dennoch haben wir gewonnen, was irgendwie ein bisschen traurig ist. Ja. Weil eigentlich bedeutet das ja, es gibt noch so viel Potenzial, was wir nicht ausgeschöpft haben. Auch wenn wir auf Platz 1 sind, aber da dürfen wir jetzt nicht dran feiern, sondern müssen eigentlich was tun. Also man muss auch wissen, was sind die schwierigen Punkte dabei. Zum einen ist es diese Parksituation, wenn zum Beispiel Paketdienste kommen und die Fahrradstreifen zuparken, dann das ist die gefährliche Situation. Also das ist ein ganz schwieriger Punkt in Karlsruhe, aber überall. Dann zweitens natürlich, wenn ein Fahrradfahrer Unfall, also gerade überholen, also mir passiert das manchmal, da steht an der Schlange und ich fahre als Fahrradfahrer locker vorbei, was mich erfreut. Aber wenn dann ein Auto rechts abbiegt und sieht mich nicht, also diese Gefahrenschwerpunkte, die sind einfach nicht ich mache da immer die Tür auf, um den Radfahrer zu erwischen. Peter. Natürlich mache ich das nicht. Also es gibt ein paar, also Unfallschwerpunkte entschärfen, das sind ein paar schwierige Punkte. Aber wir haben deutliche Fortschritte gemacht in Bezug auf Infrastruktur und Fahrradstreifen. Manche hobbeln natürlich, sind uneben, aber verglichen mit anderen Städten sind wir tatsächlich wirklich richtig vorangekommen. Naja, also ich vergleiche mich immer gern mit den Besseren und nicht mit den Schlechteren. Das ist meine Prämisse. Und jetzt bringe ich natürlich wieder mein Lieblingsbeispiel, die Niederlande, wo die Fahrradstreifen doch räumlich auch getrennt sind. Dann passiert das eben nicht mit dem Lieferverkehr, wo dann ein Grünstreifen dazwischen ist und die auch farblich ganz deutlich markiert sind, sodass auch die Fußgänger wissen, hier kann ich nicht einfach rüberlaufen mit meinem Kinderwagen, sondern das ist wirklich so eine richtige Fahrradstraße neben der Spur. Und was ich ganz sagenhaft finde, sind auch diese Fahrradparkhäuser, die du in den Niederlanden kostenlos nutzen kannst, also auch Läden, wo du bis zu 4 Tagen ganz gratis dein Fahrrad abstellen kannst. Die sind auch bewacht, da ist jemand vor Ort. Und ab dem 5. Tag kostet, glaube ich, 1 Euro. Und da sehe ich bei uns in der Innenstadt auch noch deutliches Potenzial. Das predige ich übrigens schon viele Jahre. Damals, als man die Innenstadt geplant hat, die Möblierung der Innenstadt, da war das gar nicht auf dem Schirm, war aber eigentlich schon ein Präsenzthema. Da hieß es immer noch, die Fahrräder sollen wie bisher an den Seitenstraßen parken. Und wenn ich jetzt ein teures Fahrrad habe oder so ein Lastenrad und da schneidet es dann tagsüber rein, finde ich nicht sehr erquicklich.
Also da hätte man schon viel deutlicher, viel früher ansetzen müssen und da haben wir noch ganz schön Luft nach oben. Mhm. Und mit relativ wenig Budget können wir da, glaube ich, aktiv werden. Also wenn ich zusammenfasse, Fahrbahnmarkierungen, getrennte Fahrstreifen, das ist ja im Kreuzungsbereich ziemlich schwierig. Der Tagesspiegel, glaube ich, hat in Berlin mal so eine Umfrage gemacht, wo fühlen sich Fahrradfahrer sicher oder unsicher, was eigentlich relativ logisch zu beantworten ist. Wenn man Fahrradfahrer ist, dann weiß man, wenn ich meinen eigenen Streifen habe und der ist breit genug, dann ist das cool. Aber in Einmündungsbereichen ist es ja immer noch schwer. Was würdet ihr euch da wünschen, was die Stadt da noch besser machen könnte, wenn man jetzt nicht auf die Finanzsituation der Stadt schaut? Was wäre denn überhaupt eine Möglichkeit? Gibt es denn so eine Lösung für so Einmündungsbereiche oder braucht man ganz eigene Abbiegespuren und so Geschichten? Naja, ich glaube, in erster Linie ist es schon so auch eine Akzeptanzsache. Also ich muss sagen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich lasse ja prinzipiell immer alle vor, nicht nur die Radfahrer, auch die Fußgänger. Und da ist es auch oft schwierig, eine Lücke zu erwischen, wenn ich jetzt so eine Fahrradstraße kreuzen will als Autofahrer, den richtigen Moment zu erwischen, weil die ja wirklich auf der Fahrradstraße kommen, auf dem Gehweg entgegengesetzt und dann ein Fußgänger. Und du wartest lange und dann hupen die hinter dir und sagen, los, jetzt fahr mal endlich, Alte, warum lässt du hier alle durch? Ist schon schwierig. Aber prinzipiell muss ich sagen, finde ich, darum, was baulich machen kann, diese räumliche Abtrennung, diese sichere, besser und vielleicht sogar mit Ampeln oder auch mit so einer Art Zebrastreifen für die Radfahrer, wo man sagen muss, okay, dann müsst ihr halt da auch mal halten, dass die Querung der anderen Verkehrsteilnehmer da auch funktioniert. Also ganz kritische Situation finde ich zum Beispiel an der Kreuzung am Ettlinger Tor, Erbprinzenstraße und Lammstraße. Und so am Samstag, wo das Ettlinger Tor gut besucht ist, wo die Fußgänger auch ständig also über die Straße kreuzen, da als Autofahrer und Radfahrer die Straße da irgendwie zu überqueren, ist eine oft schwierige Situation. Ja, zum Anwohnerparken, Parkraum, du hattest auch vorhin angesprochen, Fahrradparkraum, ist ja auch so eine Sache. Erstens ist es schön, wenn es genug Raum gibt natürlich zum Parken, sein Fahrrad hinzustellen und man kommt gut dran und muss es nicht irgendwie zwischen zwei Fahrräder reinquetschen und dann mal gucken. Kennst du dich aus? Ich kenne mich aus. oder auch für Lastenräder gibt es ja eigentlich keine Fahrräder. Ja, keine Möglichkeit. Ich habe ja ein Lastenrad, wenn ich da zu den normalen Fahrradstellen in der Innenstadt fahre, dann tue ich halt das so ein dreirädriges da durch das Hinterrad reinstellen, dann steht der andere Teil aber in den Fußraum, also da, wo die Fußgänger laufen, rein. Wenn ich es daneben stelle, dann ist da eigentlich schon ein anderer Parkplatz oder da steht ein Motorroller. Wenn du das Dach nicht drauf hast, schneidest du dir rein. Wenn ich das Dach nicht drauf habe, aber ich habe so ein verdecktes, ganz gut. Und das Gleiche gilt auch. Ist das schon mal beschädigt worden, das Verdeck dann? Das ist mir noch nicht, zum Glück ist hat noch niemand da dran rumgemacht. Ja, okay. Von daher alles gut, aber ich kann das auch bei uns im Innenhof abstellen und abschließen und da ist das auch ganz sicher. Genau, an der Stelle wird deutlich, gerade für Lastenfahrräder, brauchen wir größere Räume innerhalb der Stadt und auch in der Nähe der Hauptverkehrsachse, weil wir können nicht erwarten, dass die Fahrradfahrer irgendwo parken und dann in die Stadt laufen. Die müssen da nicht so weit möglich reinfahren. Macht niemand. Also da müssen wir wirklich systematisch Raum schaffen und nicht zentral, sondern viele Stellen so verteilt, wie es im Verkehrsraum möglich ist. Aber da wird sicher der ein oder andere stöhnen, weil plötzlich die Fahrräder vielleicht präsenter sind, aber dafür sind sie nicht so wild durcheinander geparkt. Und das sieht ja manchmal auch vom Stadtbild her nicht schön aus. Also da hier eine gute Ordnung reinzubringen, das halte ich für ganz wichtig. Jetzt gab es ja noch, also wir kommen jetzt mal kurz zu den Autos. Es gab ja sozusagen die Anwohner-Parkausweise, kosten ja irgendwie 30 Euro irgendwas pro Jahr. Mhm. Ich habe jetzt kein Auto, deswegen kann ich das nicht so auswendig sagen. Dieses Gesetz ist ja gefallen, das heißt, man könnte jetzt einen viel höheren Rahmen schaffen, wo man sagt, der ist angemessen. Was ist angemessen, ist so eine Frage. Dann im Vergleich, also das kommt auf die Tagesordnung bei der Stadt Karlsruhe, es wird besprochen werden im Gemeinderat, diese Parkerhöhung, 365-Euro-Ticket ist eine Idee, die da sozusagen im Raum steht. Wenn man das jetzt im Vergleich setzt zu den Fahrradfahrern, also jetzt ich mit meinem Lastenrad, ich nehme ja auch öffentlichen Parkraum ein, da läuft wahrscheinlich nicht viel. Stimmt, aber ja, noch eine Einnahmequelle. Da läuft ja jetzt nicht viel, kann ja nicht Öl auslaufen, wahrscheinlich nicht, außer ich öle meine Kette, sowas von. Genau, aber einfach so von dem Grundprinzip, wem gehört die Straße? Ich zahle natürlich auch Steuern, ich zahle jetzt keine Kfz-Steuer oder so, weil ich kein Auto habe. Aber wie seht ihr da die Relation? Glaubt ihr, es braucht einen Anstieg dieser
Bewohnerparkausweise, mit denen man ja noch nicht das Anrecht hat auf dem Parkplatz vor Ort, aber wo sozusagen zum Beispiel in der Südweststadt jemand von außerhalb jetzt nicht einfach parken kann, weil er nicht diesen Anwohnerparkausweis hat. Und wie seht ihr das auch in Relation zu Fahrrädern? Ist jetzt eine schwierige Frage, aber ich dachte, das passt zum Thema. Das ist natürlich ein ganz breites Feld, weil es gibt ja Stadtteile, wo das gar kein Problem ist, wo Parkplätze vorhanden sind, wo natürlich auch alle möglichen andere Leute parken, auch von außerhalb. Aber wir haben Stadtteile, wenn ich zum Beispiel Oststadt nehme, wo der Parkraum wirklich knapp ist. Und wenn wir jetzt sagen, es gibt ja Kollegen im Stadtrat, die eine drastische Erhöhung, also von über 1000 Euro pro Jahr fordern, muss man einfach auch sehen, haben die Leute überhaupt eine andere Möglichkeit. Und wenn ich für etwas bezahle, was ich unter Umständen gar nicht nutzen kann, ist es natürlich schwierig. Mhm. Und angemessen, wie du schon gesagt hast, was ist angemessen? Wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich habe für mein Fahrzeug einen Garagenplatz angemietet und da zahle ich im Stadtteil im Schnitt 45-50 Euro pro Monat. Da hat mein Auto aber ein Dach über Kopf, das steht sicher und ist ja auch sicher meiner, also der ist immer verfügbar, wenn ich dann dahin komme. Das habe ich jetzt ja beim Anwohnerparken nicht, unter Umständen ist da alles zugeparkt, wenn ich komme. Ich habe kein Anrecht da in meinem Viertel zu parken. Deswegen finde ich, müsste der Preis schon deutlich drunter liegen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Stadtteile, wo dann zum Beispiel Firmen ihre ganzen Firmenfahrzeuge auf der Straße stehen haben oder auch auf den öffentlichen Parkplätzen, die auch mehrere Tage nicht bewegt werden, im Prinzip kostenfrei. Das ist auch nicht in Ordnung. Also wir werden da irgendwo einen gesunden Mittelweg finden müssen, um zu sagen, okay, das ist ein Obolus, den man bezahlen kann, wenn man sein Fahrzeug da parkt, weil andere müssen auch was bezahlen, die eine Parkgarage anmieten müssen, um ihr Fahrzeug abzustellen, aber halt nicht in dem Bereich von über 1000 Euro oder so. Ja. Und dann ist auch die Frage, wie schnell man erhöht. Ja. Also der Preis ist sicher mit 30 Euro pro Jahr sehr niedrig. Sehr, sehr günstig. Ohne Frage. Ja. Es muss sich erhöhen und wird sich erhöhen, weil der Parkraum, der öffentliche Raum ist ja auch teuer. Aber jetzt von 30,70 Euro auf über 1000 Euro, das geht nicht. Auch 365 Euro, was der Vorschlag war, ist zu viel auf einen Sprung. Also wir müssen da dem schon angemessen, das heißt auch in dem Antrag angemessen, das ist nicht immer die Frage, was ist angemessen, aber von 30 auf 365 ist nicht angemessen. Also wir müssen uns dem angemessenen Betrag auch annähern. Und da müssen wir noch diskutieren, was ist wirklich ein angemessener Betrag. Also das ist für mich noch nicht klar. Aber auf jeden Fall, dem Antrag werden wir so nicht folgen. Das heißt nicht, dass wir deswegen nur der Autofahrerlobby zustimmen, sondern es geht um einen vernünftigen Weg, der gangbar ist. Der Antrag fordert ja noch gar keinen Beitrag, sondern sagt einfach, es muss geprüft werden, was angemessen ist. Mhm. Also das heißt, wir werden den Antrag ja schon mitgehen. Vom Grundsatz her. Vom Grundsatz. Genau. Nur ist der Preis jetzt, der jetzt erstmal im Raum steht, eher mal nicht gangbar oder man muss halt die Modalitäten sehen. Jetzt noch zu der Frage, die ich ja auch drin hatte: Was heißt das für die Fahrradfahrer oder andere Transportmittel, die man irgendwo abstellen muss? Also Fahrradständer kosten ja auch ein bisschen was. Ich hatte mal mich informiert, weil ich gedacht habe, wir könnten mal so einen Fahrradständer wo aufstellen. Das kostet ja schon einiges, den aufzustellen. Also ist ja nicht so, dass es da einfach mal gute Materialien, Bodenmarkierung da. Ja. Also jetzt ist klar, dass das Parken oder Anwohnerparkausweise müssen teurer werden über die Zeit. In der Zeit müssen wir für die Fahrräder sozusagen das kostengünstige Parken offen lassen. Aber muss es irgendwann eine Zeit geben, wo man das anpasst aneinander oder wo man sagt, es gibt so eine Art den Fahrrad-Euro oder sowas? Oder sagt er, nee, lieber nicht? Du kreierst hier ganz neue Einnahmequelle heute. Ich bin ja wirklich überrascht. Es gibt tatsächlich, ich glaube, Belgien ist, die verlangen einen gewissen Grundbeitrag für jedes Fahrrad, aber gleichzeitig ist das Fahrrad auch versichert. Das ist natürlich ein attraktives Argument. Und aber das ist ein Beitrag, wenn wir als Fahrradfahrer öffentlicher Raum benutzen als Parkplatz. An sich wäre es gerecht. Also wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, dann wenn hier ein größerer Beitrag ist, wäre für Fahrradfahrer ein kleiner Beitrag durchaus angemessen. Also das mit der Versicherung finde ich attraktiv. Ich denke aber, das wird sich automatisch anpassen, wenn der Anteil der Radfahrer steigt und der Anteil der Autofahrer sinkt. Dann werden wir irgendwann in die Spanne kommen und sagen, ja, okay. Und das mit der Versicherung würde ich voll unterstützen, so ähnlich wie bei den Mofas dann auch, dass die dann auch versichert sind, ist bestimmt eine gute Idee. Ja. Also und für die Stadtfinanzen, die ja gerade eher in der Krise stecken. Aber das ist ja auch alles sehr langfristig. Wir reden ja heute von Dingen, die in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten passieren müssen oder passieren werden und nicht morgen früh
muss ich da meinen Fahrrad-Euro irgendwo einwerfen. So ist man nicht, nee. Genau. Dann haben wir noch einen Raum, wo auch unterschiedliche Interessenslagen sind. Das ist ein Rüppur draußen. Da geht es darum, Biohof oder Sportplätze. Wer kriegt den Raum? Also das ist ein allbeherrschendes Thema. Friedemann, du warst da schon länger im Gemeinderat. Das war damals das Thema, dass diese Sportvereine sich einfach zusammenschließen und eine große Fläche nehmen, dass nicht jeder mehrere hat. Und jetzt, drei mach eins. Genau. Dafür wird an anderer Stelle ein praktisch Wohnbebauung möglich mit Pflegeheim. Jetzt ist aber gleichzeitig haben wir gemerkt, also es sind sehr viele Akteure sozusagen bei so einem Prozess dabei. Wir haben das ja auch in der letzten Sendung angesprochen. Ja. Biohof Schleinkofer war das Stichwort. Jetzt aber haben wir mitgekriegt, dass eigentlich im Grunde der Biohof selber war gar nicht so sehr gefragt worden, beziehungsweise die Bevölkerung, die Interesse hat. Die sagen eigentlich jetzt auch, klimapolitische Faktoren sind gar nicht berücksichtigt worden, zum Beispiel, dass die Ackerfläche sehr viel CO2 bindet. Solche Dinge oder zum Beispiel die Bürgerbeteiligung war gar nicht so, die Bürger waren nicht einbezogen. Also man muss bei solchen Prozessen, wo verschiedene Akteure beteiligt sind, würde ich sehr, sehr gut in Zukunft abwägen, wie man da das zu einer gemeinsamen Lösung zuführt. Und das scheint hier nicht ganz gelungen zu sein. Wenn es auch zwischen Sportverein und Wohnungsbau. Das ist ja eher ein Biobauernhof. Aber das Problem ist ja hier auch der lange Zeitraum, wo sich das alles ändert. Heutzutage sind eben diese regionalen Lebensmittel und Bio-Lebensmittel viel, viel stärker in den Fokus gerückt. Und man möchte natürlich, wenn wir hier vor Ort ein Hofgut haben, das erhalten und nicht denen die Flächen wegnehmen, dass sie nachher gar nicht mehr wirtschaftlich oder überhaupt nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Und das ist so ein bisschen die Krux, wie wir den einen Raum im Prinzip zweimal vergeben können. Ja. Und genau, da muss man Prioritäten machen. Ja. Das ist die Frage, was ist uns wichtiger, der Ackerfläche mit der Produktion bzw. dem Klimaschutz oder ist uns die Wohnraumsituation wichtiger? Also ganz schwierige Abwägungsdinge. Vielleicht sind wir ja irgendwann technisch so weit, dass wir es machen können, wie in den modernen Arenen. Unter der Woche ist es Acker und am Wochenende wird der Rasen oben drüber gefahren, technisch, und da können dann die Spiele stattfinden. Aber glaubt ihr, es wird ja wahrscheinlich so kommen, glaubt ihr, die Stadt findet Ausgleichsflächen? Also das Liegenschaftsamt hat versprochen, dass sie alles dran liegen werden, für diesen Landwirtschaft eine Ausgleichsfläche zu finden. Und es war nicht nur ein Versprechen, sondern eher fast Gewissheit vermittelnd. Wir werden was finden für Sie. Also weil diese Verantwortung Sie offensichtlich doch jetzt gesehen haben. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema. Auf jeden Fall. Das freut mich. Wir kommen damit langsam zum Abschluss von dieser Sendung. Es ging bei uns immer wieder auch um die Luca-App, die ja dafür da ist, um wieder Raum zu schaffen, um sich zu treffen. Wir hatten beim letzten Mal angemerkt, dass es kritische Fragen auch gab. Damals war es gerade im Prozess in Open Source, also den Quellcode offen zu geben. Jetzt gab es noch mehr Probleme mit der Luca-App. Nebenbei wird die aber auch schon überall immer mehr eingeführt, was eigentlich auch was Gutes ist. Und wir hoffen, weil wir ja auch damals mit eingetreten sind dafür, die Luca-App einzuführen, hoffen wir, dass die Hersteller jetzt nachbessern und die Luca-App verbessern und natürlich auch die ganze Server-Geschichte auch auf die Reihe kriegen. Also das zentrale Speichern, der Schutz der Daten ist uns dann doch wichtiger, als dass wir eine tolle App haben, mit der wir uns wieder treffen können. Wobei auch der Bund mit ihrer Corona-Warn-App genau diese Funktionen jetzt einbaut, um dann auch anonym sozusagen auch mit QR-Codes wieder in Räume zu gehen. Und da hoffen wir, dass sich da bald wieder was ergibt, gerade auch mit Öffnungsstrategie. Eigentlich wünschen wir uns von der Landes- und Bundespolitik, auch als jetzt Fraktion, aber auch halt in Karlsruhe, dass man den Menschen wieder mehr Perspektive bietet. Ja. Nicht nur, wie lang kommt der Lockdown und wann ist das nächste Gespräch, um ihn zu verlängern oder so, sondern was kommt danach, wie können wir Perspektive schaffen? Vielleicht müssen wir von den Inzidenzen weg und mehr zu den Abwassermonitoring, dass man im Abwasser sieht, wie viel Viren zurzeit unterwegs sind. Da gibt es ja schon Studien und Erkenntnisse dazu. Und ein Punkt wäre natürlich auch so eine App oder QR-Code-Geschichten, mit denen wir wieder Räume schaffen, um uns zu treffen und die irgendwie auch die Daten schützen. Und da hoffen wir, dass sich bei der Luca-App jetzt auch durch den Aufschrei, der jetzt durch die Presse ging, wir verlinken das in den News noch dazu, dass sich da jetzt schnell was bessert. Genau, und in diesem Sinne, bis zur nächsten Sendung. Und Tschüss. Wir hoffen, dass auch mit der Corona-Situation, die sich bessert, vielleicht wieder mehr Gäste auch dazukommen. Ja. Tschüss. Ja, nochmal. Tschüss.